Hallo, nachdem wir uns in den vergangenen beiden Tutorials mit dem Erstellen von einem Kursnotizbuch und dem Verwalten eines Kursnotizbuches beschäftigt haben, wollen wir uns in diesem Video jetzt mal anschauen, wie ich mit Inhalten in Kursnotizbüchern umgehe. Und zwar haben wir uns ja bisher das Ganze online angeschaut. Jetzt werden wir uns mal mit OneNote 2016 in der Offline-Version beschäftigen. Bevor wir das nutzen, sollte man das Kursnotizbuch Add-in heruntergeladen haben, das sich dann im OneNote 2016 installiert. Und das schaut dann hier so aus. Wir haben hier einen eigenen Reiter Kursnotizbuch, der verschiedene Optionen beinhaltet, die wir später uns genauer anschauen werden. Okay. Wir unterscheiden jetzt, oder ich unterscheide jetzt hier mal zwischen Klassenbuch und Kursnotizbuch. Das Klassenbuch habe ich angelegt. Da habe ich für meine Klasse Notenliste und Sitzplan und ähnliches. Dazu gibt es eigene Videotutorials. Und ich habe jetzt hier einen Reiter angelegt, Unterrichtsmaterial, Erörterung. Das heißt, hier stelle ich Materialien zusammen, die ich dann meinen Schüler weitergeben möchte. Und wir haben das Thema jetzt antithetische dialektische Erörterung und ich habe jetzt mal ein bisschen Material für die Schüler zusammengestellt. Einerseits, um die Argumentation zu wiederholen, das, was sie aus den vorherigen Jahrgangsstufe kennen sollen. Und einfach unterschiedlichste Materialien. Wir haben hier einen PDF-File, wir haben ein Spark-Video, es gibt ein Arbeitsblatt mit einem Beispiel zum Ganzen. Es gibt eine Mindmap, die hier zwar gedreht erscheint, aber wenn man hier anklickt, kommt man dann auch auf die richtige Ansicht. Und es gibt letztlich eine Aufgabe nach dieser Wiederholung, die durchgeführt werden soll. Eine zweite Seite habe ich hier mit Materialien gefüllt und wenn ich die Ganzseitenansicht haben will, klicke ich hier auf diesen Doppelpfeil und man sieht, ich habe hier ein paar Wordles gemacht mit Ausdrücken, die wichtig sind und eine Übersicht zum Sanduhrprinzip der antithetischen Erörterung. Das ist Material, was die Schüler nutzen sollen, um dann das Schreiben ihrer Erörterung zu üben. Und ich möchte jetzt, dass diese beiden Materialien, die ich in meinem Klassenbuch habe, an die Schüler in den Kurs verteilt werden, also ins Kursnotizbuch. Dazu gehe ich auf die betreffende Seite. Ich nehme jetzt hier zunächst mal dieses erste Wiederholungsarbeitsblatt, klicke mit der rechten Maustaste und habe dann die Möglichkeit hier ganz unten Seite verteilen. Das habe ich auch, wenn ich auf Kurs Notizbuch gehe, kann ich hier auswählen, Seite verteilen, Verteilung in mehrere Notizbücher und ich habe jetzt hier meine Klasse 9a, die ich angelegt habe. Ich könnte es auch, wenn ich Parallelklassen habe, zum Beispiel in zwei Klassen verteilen. Und ich habe jetzt hier in dieser Klasse 9a eben verschiedene Kategorien, Hausaufgabe, Kursnotizen, Schulheft. Und ich möchte, dass diese Materialien jetzt im Schulheft landen. Ich wähle Schulheft aus, drücke Kopieren und es kommt der Hinweis, dass es ein bisschen länger dauern kann. Aber das ist okay. Und ich verteile auch dieses hier. Und jetzt mal hier über die rechte Maustaste verteilen. 9a, auch das soll im Schulheft der Schüler erscheinen. Okay, ich wechsle jetzt mal zu diesem Schulheft und habe hier die Ansicht zunächst Inhaltsbibliothek. Das brauche ich nicht. Ich habe die Materialien direkt jedem einzelnen Schüler verteilt, weil die Schüler hier auch die Möglichkeit haben sollen, dass sie in den Materialien zusätzlich Notizen einfügen, sich Markierungen in den jeweiligen PDFs machen und ähnliches. Bei der Inhaltsbibliothek, wenn ich es hier reinlegen würde, könnten sie nur darauf zugreifen, aber nichts ändern. Und ich denke, Material ist immer dazu da, damit zu arbeiten. Ich gehe jetzt mal zu Bert Beispiel und schaue in sein Schulheft. Und da haben wir die erste Seite, die ist leer. Die kann man immer löschen. Und ich sehe, okay, er hat jetzt hier dieses Material von mir bekommen und dieses Material zur Schreibwerkstatt
Wunderbar. Das hat super funktioniert. Und wenn ich hier im Vollbildmodus bin, kann ich dann auch durch den Auswahlpfeil hier dann in die einzelnen Hefte schauen. Und ich kann auch nochmal hier in das Schulheft schauen. Von Max Mustermann. Und auch hier ist das Material vorhanden. Und damit können die Schüler jetzt arbeiten. Es gibt eine Reihe von anderen Möglichkeiten, Material zu verteilen, zu erstellen. Ich habe hier Bilder eingebunden, ich habe Videos eingebunden. Wie das funktioniert, also die Vorbereitung dieser Materialien, zeige ich dann in einem anderen Videotutorial zu OneNote, Kursbüchern, Kursnotizbüchern und Nutzung von OneNote in Schule und Unterricht. Falls Ihnen dieses Tutorial gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, hoffe, es gab was Neues zu lernen und bleiben Sie mir gewogen.